Hallo. Willkommen bei Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute Plapperagei. Klingt komisch, aber es heißt so. Das ist wieder eins dieser Spiele für Menschen, denen Dudelido inzwischen zu langweilig geworden ist. Das hat es echt in sich. Also es ist eins von diesen Spielen, lege eine Karte und sage dann etwas, je nachdem, was da liegt. Und das setzt auf jeden Fall nochmal so drei Schippen drauf, finde ich. Da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Der Aufbau ist wieder denkbar einfach. Jeder hat einen Kartenstapel vor sich. Die sind halt alle gleich groß. Wer zuerst keine Karten mehr hat, hat gewonnen. Das kennt man alles aus ähnlichen Spielen. Genau, eine Besonderheit sind die Papageien. Mhm. Es gibt fünf Stück. Zwei davon liegen auf dem Tisch. Mhm. Genau. Und die anderen drei, da wird vielleicht noch was passieren, genau, im Spiel. Und für Farbenblinde eher nicht so richtig gut geeignet. Nee, nicht wirklich. Leider sehen die wirklich komplett gleich aus, bis auf die Farbe. Ja. So, wenn ich eine Karte umdecke, dann sage ich die Farbe des Tieres. Lila. Wenn ich jetzt dran bin, decke ich wieder eine Karte um, lege sie aber auf einen zweiten Stapel. Und jetzt habe ich schon eine Sonderregel. Nee, Moment, jetzt muss ich noch nicht nachplappern. Doch, ne? Natürlich. Der plappert nach. Stimmt, genau. Also der Papagei, der plappert nach, was mein vorheriger Spieler gesagt hat. Also sage ich auch lila, auch wenn mein Tier eigentlich grün ist. Ich sage jetzt wiederum weder blau noch rot. Direkt die Spezialfälle. Das ist ja genau. Ich sage jetzt tatsächlich in diesem Fall Plappererei, denn immer, wenn zwei Papageien da liegen und einer von beiden eine Sprechblase hat, sagt man Plappererei. Genau, wären es zwei Papageien ohne Sprechblase, würde man einfach das Tier nennen, also Papagei. Mhm. Bei zwei Gorillas hätte ich halt Gorilla gesagt. Mhm, genau. Papageien sind übrigens die einzigen, die sprechen können. Mhm. Dann muss man aber immer gucken, ist eine Sprechblase da oder nicht. Es gibt übrigens immer genau zwei Ablagestapel. Egal mit wie viel man spielt. Man legt immer auf den Stapel, auf den zuletzt nicht draufgelegt wurde. So. Oh, das ist wieder ein Plappererei. Plappererei. Das ist so speziell. Ja. So. Ja, bitte? Ich sage jetzt gelb. Ja, das ist richtig. Also das Tier ist gelb. Genau. Ich würde jetzt ja eigentlich, man könnte denken, blau sagen, aber das darf ich nicht, denn blau gehört zu den verbotenen Farben. Und wenn die Farbe gerade verboten ist, dann darf ich nicht die Farbe des Tieres sagen, sondern muss die Farbe des Hutes sagen, sage also gelb. Oh, jetzt haben wir wieder so einen Sonderfall. Mhm. Ich wollte eigentlich zeigen, was ist, wenn das Tier und die Hutfarbe verboten sind. Jetzt habe ich aber zwei Gorillas. Ich glaube, Gorilla sagen ist stärker als... Ich wollte eigentlich... Komm, ich tue jetzt mal so, als hätte ich den hier gelegt. Ja. Ich darf nicht blau sagen, ich darf nicht rot sagen. Also sage ich... Hört man das? Also man soll mit der Zunge schnalzen. Ja, hast du gut gemacht. Zunge schnalzen. Das waren, glaube ich, auch schon alle Sonder... Nee, noch nicht. Nee, es kommt noch eine besondere Sonderregel. Ich sage hier natürlich lila. Mugo mogelt. Gar nicht wahr. Und das ist eine Plappererei-Karte. Und damit kann ich oder muss ich sogar die Farben tauschen, die hier liegen. Und ich muss jetzt eine Farbe nennen, die nicht hier liegt, denn es soll eine neue kommen. Außerdem darf ich keine Farbe nennen, die auf der anderen Tierkarte abgebildet ist. Mir bleibt also nur noch grün. Und ich sage nicht einfach nur grün, sondern ich sage Plapperergrün. Und jetzt darf ich mir aussuchen, welche Farbe ich austausche. Das heißt, eine neue Farbe ist dabei. Genau. So, geht sehr witzig, los. Zufällig. Rot. 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 Gelb. Papagei. Lila. Lila. Gelb. Tiger. Ah, und das passiert. Ich hätte Tiger sagen müssen. Und wie das bei den Spielen so ist, muss ich jetzt alle Karten nehmen. Ja. Und man fängt einfach mit einem neuen Stapel an. Das war schon, wie ihr seht, gibt es ein paar Regeln. Und bis man da so ein bisschen reingekommen ist, was man wann, wie, wo sagen muss, das dauert schon einen kleinen Moment. Und dann wird es aber richtig witzig. Also wenn das alle gut können und es dann halt so zack, 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 zack geht, du darfst halt nicht lange überlegen, dann musst du natürlich auch die Karten nehmen, du darfst dich nicht verplappern.
Also ist schon witzig. Also die Regeln sind denkbar einfach, sie einzuhalten super schwer. Ja. Gerade dieses zwischendrin ist ja total ungewohnt und bringt einen immer voll aus dem Konzept. Ich kann das auch gar nicht so laut, so auf Kommando. Und alle so ihre Kopfhörer gerade so, was machen die da? Ja. Es ist ein witziges Ding. Je schneller man spielt, desto abgefahrener ist es. Genau. Und es gibt so ein bestimmtes Klientel, was auf diese Spiele steht. Die werden da sehr, sehr viel Spaß mit 2 bis 6 Spieler. Auch so ein typisches, könnte man auch mit mehr spielen. So schlimm wäre es nicht. Ja. Es bleibt immer bei 2 Stapeln, die da liegen. Egal, wie viele Spieler mitspielen. Ja, lustiges das ist Ding. Ist ganz schon neu, ne? Ab 8 Jahren. Ich glaube, es ist wirklich von 2021, wenn ich das richtig gesehen habe. Von Drei Magier, die haben ja auch eben Dodelido und Kakerlakensalat und solche Sachen auch rausgespielt. Tarantel, Tango und den ganzen Kram. Also sie machen oftmals solche Spiele in dieser Art und Weise. Richtig, und die machen sie alle gut. Ja. Also bisher habe ich noch keine Gurke dabei gefunden. Und ich möchte nochmal, also nicht nochmal, aber wieder mal positiv, ich mag die Illustration von den Spielen sehr gerne. Das stimmt. Also auch wenn sie nur 3 verschiedene Tiere haben, gucke ich sie mir doch ganz gerne an. Auf jeden Fall ganz cool. Der hier hat sogar das Verlagssymbol als Tattoo auf dem Arm. Das stimmt. Das mache ich auch irgendwann mal. Ja, das war Plapperagei. Wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Damit.